was bisher geschah. Bei Onkel Dorn. Oh, Fern, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Psycho. Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Ein Psychopath. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los ich jetzt! Ich glaube in der Lodge. Das heißt, ey, da! Chris ist Feuerwachturm. Matt, was ist das? Keine Ahnung. Psychose. 5 Stunden bis zum Morgen. Was hast du vor? Was willst du tun? Ich hau ab. Ja, und Benny, sag schnell. Und wir bleiben ruhig. Wir bleiben ruhig, okay, alles klar. Nein, die werden uns sehen. Ich höre nur Wapiti hier brüllen. Ich auch. Benny, du solltest dich schnellstmöglich mit Eigenurin einreiben. Okay. Und dann zu einem ihrer Gruppe werden. So, wir können irgendwo hin. Wir können uns bewegen, aber sollen wir durchlaufen? Ich lauf mal durch. Ja. Beiseite! Vieh! Macht Platz für euer Meister! Ey, wir haben eine Axt. Naja, wohl. Das bringt uns ein Scheiß hier. So, Emmy, schön mitkommen. So, ich finde, Matt macht das hervorragend. Ja. Meine Buchse wäre voll. Wirklich. Ich bin, glaube ich, weiß nicht, ich bin niemals vorwärts gelaufen bei den. Ich verstehe auch nicht, warum sämtliche Wapiti-Männchen jetzt bei uns hier am Start sind. Wahrscheinlich haben sie. Ey, oh! Nein, wir machen nichts. Wir machen okay, nichts. We don't do this. Okay, langsam. Ist okay. Komm weiter. Okay. Man schüttelt die Beine ab. Wahrscheinlich haben die Wapiti-Männchen ein paarungsbereite Männchen gerochen und sind alle angekommen. So, schön. Emily, auf der Klippe. Emily, warst du, ne? Nee, Emily steht nicht auf meiner Liste. Emily steht nicht auf meiner Liste, naja dann. Okay. Kaka! Außerdem wolltest du, glaube ich, Emily sowieso spielen, weil die ja so. Stimmt, ich wollte ja so bitchy machen, ne? Ja, genau. Naja, das fällt mir natürlich schwer, jemanden zu erreichen. Bei so einem sympathischen Charakter, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen nachsteuert. Warum ist denn das so leise heute, ihre Stimmen, die labern und ich höre nichts? Ja, das ist so für den Fall, dass sie draußen uns noch mal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Das ist, als wenn die das in DTS schicken und hier bloß 2 Kanäle ankommen. Irgendwie. Genauso ist das. Kennt ihr das beim Fernsehen gucken irgendwie, um Kriegsfilmen? Ihr quatscht leise, Explosion, der kleinste Pup. Totale Lautsprecherzerstörung am Fernseher. Kennt ihr das? Ja, kenne ich. Und genau so ist es jetzt hier. Ja. Ganz besonders markant, wenn man um 23 Uhr irgendwie Armageddon guckt oder irgend sowas. Das ist fürchterlich. Was hat Bruce Willis gerade gesagt? Das ist verflucht grell! Ach, wirklich? Ich kann nicht sehen! Was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Bestimmt bewegungsaktiviert. Die ist. Oh, warte mal, hier vorne leuchtet wieder ein Totem. Totem. Guck mal. Totem. So, nimm den Gnu-Totem. Zack. Turn around. Do something. Chris? Nein. Wo hat der denn die Waffe? Ist das russisch Roulette? Mutti! Mother, my way. So, das ist deine persönliche Begrüßung für heute, Mutti. Schön, dass du da bist. Aber Melly ist gerade angekommen. Melly sehe ich hier nicht. Ich sehe hier nur Mutti. Okay, da drüber steht, ja moin, Melly. Hä? Ja. Hä? Moment. Moment. Hey, hier, wo? Also, ist der Melly? Ja. Da! Oh, Jans, Kleen und Hellgrau. Na Mensch, das ist ja. Melly! Was hat ihn bei dir letztens? Who let the dogs out? Ach, das ist so kacke, ey. Tut mir leid, wirklich. Ich würde euch gerne niveauvolles Entertainment bieten, aber ihr seid hier bei Benny und Steve und damit hat sich das mit dem niveauvollen Entertainment sowieso erledigt.
Die Mutti hat alle. Die Mutti hat noch eine Bustour vor sich. Die guckt gerade per Handy zu. Eine Bus? Bist du mit Obi unterwegs oder was? Bist du gerade irgendwo hin? Ist was passiert? Ich gehe gleich davon aus, dass was passiert ist. So, okay. Gut, hier werden wir mal die Leiter auch klettern. Climbed up the ladder. So, ich schwatze hier so lustig rum. Hier kann jederzeit wieder ein Quicktime kommen. Ja. Und diesmal bist du jetzt hier, ne? Also hier, die machst du ja, die... Also, wie heißt sie denn nochmal? Emily? Emily. Ja, genau. Was? Oh nein, warum lässt er denn die Axt doch da? Mit? Mann, Matt ist so doof, ey. Ist ein Lieber, aber ist doof. Warum lässt er die Axt da oben? Vor allem, wenn wir dann wieder runtergehen, wette ich mit dir... Die Axt. Ja, wunderbar, die Setzmäßigkeit der Dramatik. Der Dramaturgie. Wir sind schon fast drin. Wir sind schon fast drin. Name deines Sexvideos, Benny. Wir sind schon fast drin. So, okay. Ist hier noch irgendwo was? Nee, ist nicht. Ja, es könnten überall noch ein paar Sachen sein, aber hier ist nichts. Ja, hier gar nichts. So, weiter geht's. Simet guckt noch nicht mal. Ich glaube, Matt steht ja nicht irgendwie auf Emily. Oh. So, wir machen auf. Das ist ein Spind. Stevie, versteckt. Da bin ich sofort drin. Da bin ich sofort drin. So, na komm, Matt. Let's do it. So, wir sind jetzt im Ranger-Turm, oder was? Würde ich sagen. Ja. Oder im Funkturm. So, und was haben wir hier? Hier vorne der Drucker. Wollen wir mal gucken, ob hier noch Papier drin ist. Drucker, Faxgerät, irgendwas. Tja, kein Strom. Kein Strom. So, Walki-Talki. Funkgerät wird ohnehin wahrscheinlich. Ach, komm schon. Kein Strom. Toll. So, jetzt rate, welche arme Sau hier runterklettern muss und irgendwo an der Kurbel drehen muss. So. Oh, guck mal hier. Spind. Wir können so ja mit dem Spind interagieren. Da bin ich sofort drin. Jetzt kommt der Jumpscare. Oh nein. Vermisst. Wer hat diese Person gesehen? Hannah Washington. Hannah Washington wurde zuletzt am 2. Februar 2014 zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr bei der Ski Lodge in Blackwood Pines in Alberta gesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Kleidung. Merkmale zur Identifikation. Hannah trug nur ein schwarzes Oberteil, dunkle Jeans und braune Lederstiefel. Sie trug keine Jacke. Hannah trägt eine Brille und hat eine Tätowierung auf der rechten Schulter. Größe 1,72, 50 Kilo schwer. Richtig wichtig, ey. Augenfarbe braun, Haarfarbe braun, können Sie helfen, dann wählen Sie die 555 Schuh. Ist aber von der Größe und vom Gewicht her, ist aber schon kritisch. Also schon sehr, sehr wenig Gewicht für die Größe. Ja, egal welche Größe, 50 Kilo ist einfach sehr, sehr wenig. Ja, wenn du 1,50 groß bist, sind 50 Kilo okay. Aber wenn du, weiß ich nicht, 1,72 bist, 50 Kilo, also die ist so groß wie ich. Ich stell mir das gerade vor, Alter, ich wiege 70 Kilo. Los. Ja, 70 Kilo ist auch ein bisschen wenig, Benni, ne? Weiße. Oh, Schreckschuss, Signal. Pistole. Meine Güte. So, behalten, geben. Ja, das musst du jetzt entscheiden. Also bin ich raus. So, ich möchte mir nicht die Hände schmutzig machen. Matt! Nimmst du mal die Tüte? Warum schießt er denn jetzt direkt ab? Ist denn nicht verkehrt? Halt die doch erstmal. Jemand müsste sie das sehen. Funktioniert. Hoffentlich nicht nur der Psychopath. Oh nein. Oh, schön. Die einzige Patrone, die da hatten, verschossen. Verschossen. Warum? Ja, weil Matt halt auch einfach nur der Quarterback ist. Oder was weiß ich. Matt.
Oh, hier. Die Sicherungskasten. So, na dann, friemel los. Siehst du, Amy hat mal wieder geruppt hier. Die Girls regeln das. Scheiße, ja, wer sonst denn? Okay, ein Punkt für Matt und Emily. So, okay. Das allererste, was ich mache, ist nicht Hilfe suchen, sondern erstmal truppen. So. Na, was haben wir denn da? Rabbit. Beth Washington. Vermisst! Wer hat diese Person gesehen? Beth Washington. Beth Washington wurde zuletzt am 2. Februar 2014 zwischen 1:30 und 2:32 bei der Ski Lodge in Blackwood Pines in Alberta gesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Kleidung, Merkmale zur Identifikation. Beth trug eine leuchtende, pinkfarbene, gefütterte Jacke, schwarze Leggings, Skischuhe und eine weiße Mütze. Größe 1,72, 50 Kilo, Haarfarbe braun, Haarfarbe brown. Können Sie helfen? Wählen Sie 0800, 3x die 6, 3x die 6, 3x die 6. So, mach weg. So, und dann nehmen wir mal ins Funkgerät. Und checken wir mal die Frequenzen hier. Na, ja, noch ein bisschen? Ich kann nicht weitermachen. Kann nicht machen. Kann loslassen wieder. Und muss. Sie kann nicht weiterdrehen, sondern die muss erst loslassen und wieder neu anfassen. Und dann kann sie wieder drehen. Over. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Bitte sagen Sie etwas, wenn Sie das hören. Bitte, wir brauchen Hilfe. Over, over. Scheiße. Hallo? Oh mein Gott. Zum Glück, wir brauchen Hilfe. Bitte. Hallo, will uns jemand kontaktieren? Hier ist die Park Ranger Station von Blackwood County. Wir haben eine sehr schlechte Verbindung. Sprechen Sie bitte langsam und deutlich. Over. Bitte, 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 Hilfe. Oh mein Gott, wir sind hier am Blackwood Mountain. Und hier ist ein Psychopath! Bitte mich hören! Wiederholen Sie Ihre Nachricht! Es war nicht möglich zu verstehen, was Sie sagen! Wir brauchen Hilfe! Bitte! Rede doch mal mit einer etwas leichteren, tieferen Frequenz! Mein Name ist Emily. Hier ist... Mein Name ist Emily! Hallo? Ich empfange Sie nicht deutlich. Bitte wiederholen. Over. Wir sagen es einfach trotzdem. Wir sind am Blackwood Mountain bei der Ski Lodge. Hier ist ein Killer, er ist hinter uns her und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott, bitte, Hilfe, Sie müssen uns helfen. Mike steht aber auch nur voll. Matt steht einfach auch nur völlig farblos am Rand rum, irgendwie, wa? So einfach so unbeteiligt so. Bitte bleiben Sie auf Position. Bitte bleiben Sie in Position. Was? Wann? Wie lange? Morgen, so früh es geht. Ist das schon mal was? Er kann halt Feuer legen an dem Ding, aber ansonsten seid ihr doch eigentlich halbwegs safe. Was ist das hier? Sehen wir hier vor? Okay, oder er kappt einfach die Haltetau. Das ist okay. Das habe ich nicht kommen sehen. So schnell kann die Scheiße noch nicht durch den Ventilator einziehen. Emily! 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 Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie du die Sache jetzt wippen willst hier, Benny. Ja. Oh! Oh! Oh Gott! Shit!
Okay. Oh, fuck! Ist die jetzt zermatscht? Verdammt! Oh! Verdammt! Wrong Tone Vibes. So, naja, die Frequenz von Emilys Stimme ist ja kaum hörbar. Echt? Die habt ihr nicht gehört? Die sind... Ich komme! Das ist kaum hörbar? Das Ding ist echt verdammt wackelig! Matt! Du musst etwas unternehmen! Sofort! Spring einfach nach hinten! Wartest du? Denke nach! Lass mich nachdenken! Denk nicht, du Idiot! Hol mich einfach hier runter! Ja, wir muntern sie mal auf. Ich würde sie am liebsten beleidigen, aber trotzdem sagen aufmuntern. Emily! Du hast Angst! Du musst dich beruhigen! Alles wird gut! Ach, hör auf zu labern! Ich halte sie nicht mehr auf! Hör auf, mich anzubrüllen! Und lass mich einfach machen, hä? Okay? Klare Ansage, Matt. Nein, hör du auf! Wieso musst du jedes Wort hinterfragen? Ich bin das sowas von leid! Wir machen mal besorgt. Ja, man ist halt schwierig, nichts zu sagen, so... Tschüssi! Genau. Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdammten Tor! Bitte, 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 Matt, tu endlich was! Stell dich doch mal erstmal gerade hin. Und? Schnell, sag! Emily, rett! Ich komme. Wir tun alles für mich. Hier. Oh, shit. Matt! Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Das wird nicht gut für Emily aussehen. Emily retten. Let's do it. Wir bleiben dabei. Matt, the man, zieht's durch. Wenn Emily das überlebt hat. Die Frau ist so unnötig. Die ist gar nicht so wirklich in der Position zu reden. Ja, vor allen Dingen hier noch irgendwie rumzudießen. Vor allem, weil er die ganze Zeit auch voll nichts erzählt hat. Warum muss ich alles immer hinterfragen, was ich mache? Ha, ja, kann jetzt. Wir sind jetzt in die Minen reingekracht, wa? Kann das sein? Jo. Oh, warte mal. Passiert? Sorry, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte rennen und bin in die Charakterauswahl hier. Okay. So, wir können. Was ist denn daran das? Lass los! Weg da! Lass los! Lass los! Was ist das? Oh, fuck! Alter, Wolke, Dead by Daylight hier! Okay. Dann war's mit, wie hieß er? Matt! Matt! Matt ist dead. Die war nicht oben? Das war unerwartet. Ich kann sie auch nicht. Das war unerwartet. Ja, schönen Dank, Dave! Schönen Dank! Oh. Oh, Mann. Oh, ist das wirklich passiert? Ja, die ist eine USB-Kerze. Mann, vom Rechenhaus anschalten. Oh Gott. Chris. Sir, was? Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schuppen passiert ist. Ich weiß nicht. Ich habe mich ja mit Sam jetzt hier oben schon umgesehen. Also ich gehe mal jetzt von aus, dass jetzt hier oben keine Totems mehr sind, oder? Soll ich runtergehen, Benny? Ja. Danke, ich verdanke dir mein Leben. Also hier oben durfte jetzt wirklich nichts mehr sein. Was hätte ich tun sollen? Okay, Das mit Matt tut mir echt leid, ne? Für Matt, also... Ja, das hat er nicht verdient, tatsächlich. Also, ja, aber das sind halt immer so diese Entscheidungen, ne? Wie du die fällen kannst. Du kannst wohl einfach wegrennen und damit hätte er sich wahrscheinlich gerettet. Und sie wäre definitiv gestorben. Stattdessen lebt jetzt Emily noch. Yay. Wissen wir nicht, ob sie lebt oder nicht. Naja, auf jeden Fall ist Matt tot irgendwie. Und ich denke, dass Matt eventuell hätte... davon kommen können. Also jetzt im Moment. Ja, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber das ist halt so, ne? Du entscheidest dich moralisch korrekt. Chris.
und wirst bestraft. Aber ich meine, oh mein Gott. Ashley, jetzt hör auf, okay? Ich will nicht darüber nachdenken, was da passiert ist. Chris! Wir suchen Sam. Wir suchen Sam. Sam war im Keller, ne? Ja. Mann, warum erschrecke ich mich denn jetzt bei diesem Spiel ständig hier? Sag mal. Weißt du sowas? So, ah, okay. Schau mal an. Scarlet spielt jetzt It Takes Two. Ist hier gerade bei mir aufgeploppt. Hey. Das ist so abartig. So, also hier kommen wir nicht weiter. Schauen wir mal hier vorne. Die geht von alleine auf. Das ist auch schön und überhaupt nicht beunruhigend. Okay. Warte kurz. Hast du das gerade gesehen? Hab ich was gesehen? Das, Chris, so. Das! Welches das meinst du? Heftige Grudge-Vibes hier. Es war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist. Oh, Mann. Ich meine es ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. So, das ist übrigens, das ist ein klassischer Dialog von Benny und mir nach einer Runde Dämonologist. Ich weiß, was die gesehen haben. Ich glaube dir, wir haben heute eine Menge durchgemacht. So, bist du Ashley? Bin ich Ashley? Wer ist Ashley? Du bist Ashley. Ich bin Chris. Chris Cross. Ach, warum spielt denn jetzt die ganze Weiber hier irgendwie? Meinst du ja, du bist Frauen? Noch, du bist also, noch jetzt Weiber war jetzt nicht abwertend gemeint, sondern die ganzen Damen. Du bist Riege. Noch Mike. Mike bist du auch. Mieke, na gut. Ja, Leon, alles klar. Help! So, na dann, auf was soll ich denn jetzt beharren? So nachgeben? Achso, naja, okay, dann werden wir mal ein bisschen nachgeben. Müssen ja die Stummgrätze nicht noch weiter hoch. Ich weiß nicht. Da war etwas. Chris. Ash, ist okay. Du bist nur. Wir beide sind im Moment nicht ganz wir selbst. Wir müssen uns zusammenreißen, ja? Geht das? Chris. Eine geborene Anführung. Lass uns Ruhe bewahren. Oh, werden wir hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott. Dann geh doch mal in den Keller. Los geht's. Genau da rein. Also hinterfragt doch keiner, warum die scheiß Türen alleine aufgehen? Nö. Irgendwie, da muss man doch irgendwie... Vor allen Dingen, so eine Tür geht ja auch nicht einfach wirklich so von alleine auf, ja? Das heißt, du hast ja irgendwie auch einen Türriegel oben, ne? So, und... Wenn jetzt durchgehst, geht's automatisch zu. Na, bestimmt. Die Gesetzmäßigkeit des Horrorfilms. Und dahinter fragt doch keine Sau irgendwie, warum, wieso, weshalb und... Ja, die Decken, die sehen hier nicht so gut aus, ne? Da muss man auch mal hier mal streichen. Ah ja, der Balken, ja, da muss man hier noch mal kurz hier mit... hoppala. Hat mich tatsächlich bloß erschreckt, weil sie sich gerade erschrocken hat. Ja, ich sag schimmelig hier. Wow, das kann doch nicht wahr sein. Was zur Hölle? Ist denn hier los? Oh. Wow. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Du bist angestoßen, oder? Bist du angestoßen? Ich glaub nicht. Ich weiß nicht. Wie konnte hier alles zur Freakshow werden? Kumpel hat mal einen Horrorfilm gedreht und da haben wir genau diesen Effekt benutzt. Mit dieser Kameraperspektive mit einem Schaufelpferd. Exakt das gleiche. Die haben von uns kopiert. Die werden verklagt. Wir halluzinieren. Ich habe keine Halluzination. Ja, also ich habe auch Dinge gesehen. Das, was Josh im Schuppen passiert ist. Ja, und das macht mir Sorgen. Oh, Chris. Ich weiß. Weißt du, was mir wirklich Sorgen macht? Okay, ich habe Angst um Sam. Was ist mit ihr passiert? Falls ein Psychopath hier rumläuft, ist sie vielleicht auch tot. Sag das nicht. Bitte, Chris. Locked. Okay. So, warum konnten wir uns denn diese prominente Bild hier anschauen? Irgendwie? Was? Gute Frage. Nicht? Okay. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Ja, wir hatten hier hinten noch genau so einen kleinen Mini-Durchgang hier rechts. Jetzt aber auch ein Forschen. Oh, nochmal hier um die Ecke. Hier ist hier eine Taschenlampe, die leuchtet doch irgendwas.
So also ein Baustrahler wahrscheinlich unter dem Tisch oder so. Ah, ja, das hat man öfters mal im Keller, dass die einfach dann angeschlossen sind und anhängen. So, hier, Weinfascher, komm. Aber waren wir nicht hier? Ja, hat Sam nicht die, so ein Weindingensbummens umgeschmissen eigentlich? Ja, ja, genau. Wieder zurückgeschoben worden. Was ist das denn, Alter? Das ist doch das Ding, was sie umgerissen hat, ne? Mhm. Wieder zurückgestellt worden. Hier ist kein Griff dran. Sackgasse. Nee, wir müssen nämlich mit unseren Händen ein Schattenrätsel machen, wie bei Resident Evil, dass sich die Tür öffnet. So, okay, hier kommen wir auch nicht weiter, Benny. Dann können wir jetzt hier nur über den Weinkeller herfallen. Oh, das wäre auch okay. Schade, nee, schade, scheiß, komm, nimm was. So, okay. Aber hier unten muss es doch irgendwie weitergehen. Vielleicht hier links nochmal runter. Da finden wir hier. Ach, schön. Da, Chris! Da. Du gehst durch die Fenster. Was denn? Mini-Einrichtung? Nein, eine ganze Szene mit Puppen und so. Oh, ja. Bitte nicht. Ich schätze, du brauchst einen Schlüssel, um damit zu spielen. Ach, Leute. Mal, wenn du denkst, ah, ja, hier ist jetzt irgendwas versteckt, womit du weiterkommst. Nein, brauchst du wieder den nächsten Schlüssel. So, dann wird das... Warte! Chris! Der da ist! Was? Hast du nicht gesehen? Nein! Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp! Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt! Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist. Ich musste mal kurz hier. Die Instagram-Story liken hier von einem Du flippst aus wegen der Sache mit Egal. George. Egal! Nicht so. Auf, da war ein Geist und es ist aus wie Hannah! So wie Hannah! Oder wer wie Bam! Scheiße, Ash! Was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt, als das hier aus... Ich weiß nicht! Vielleicht! Das tun sie nicht, weil... es Geister gar nicht gibt, okay? Oh, okay. Und wer hat dann mit uns gesprochen, bei der sie ausgriss? Ich weiß es nicht. Bin mir auch sehr sicher, dass das... Das war das Bild. Was war das? Bestimmt ein Schlüssel. Wie kann ein Bild einfach so von der Wand fallen? Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das nicht Seance heißt, sondern Seance. Seance? Seance, glaube ich. Also so wird es ja auch geschrieben. Ne? Seance. Ah, ein Schlüssel. Wunderbar, für ein Puppenhaus. So, da stehen schon He-Man und Skeletor bereit. Gucken wir mal. Na bitte. Oh mein Gott. Da, Chris. Jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen hast. Siehst du? Das ist, Du siehst es doch. Ich weiß nicht. Ich. Das ist völlig verrückt. Ja, ich würde jetzt nicht hingehen. Es zeigt uns den Weg. Ach so, hinrennen. So. Gott. Ah, so, Benny, du behältst noch ein bisschen den Chat im Blick, ja? Ja, so, ja. Wenn ich hier noch die Deckenbalken also, irgendwie inspiziere. Naja, das ist alles Schimmel hier. Na, die muss man hier mal so. So, Puppenhaus, okay. Oh. Dann machen wir auch das Ding. Unglaublich. Ich glaube, der Geist wollte mir das zeigen. 257. Grüß dich. Wow. Was ist denn hier los? Oh Gott, sieht fast aus... Nicht nur fast, das seid ihr. Im Versteck, wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Ich sehe aber ist es genau, ich meine, genau da habe ich gesessen und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Gott. Das ist ja voll was für dich, Benny, Alter. Gar kein Fall. So schön mit Puppen. 2013, 2014. Das ist das Tagebuch. Hannas Tagebuch. No. Oh, warte mal. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das jetzt hier hinkriege. Pass auf, ich habe eine Idee. So, wir können ja hier mal so machen. Und dann mal so. Nee. Und mal so. Du musst in die andere Richtung drehen. Mom hat... Nee. Mom, es ist ja gruselig. So, okay. Das ist ja fies, Alter.
Mom hat endlich ja gesagt. Die Einladungen sind raus und die Party findet statt. Ich hasse diese Warterei. Bis jetzt haben Ash, Matt, Sam definitiv zugesagt. Noch nichts von Mike. OMG! Mike hat zugesagt! Er hat Josh heute angerufen. Smile! Morgen findet die Party statt. Auf dem Berg, das wird so super. Kaminfeuer und Whirlpool. Und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist so traurig, Chris. Kann ich jetzt weiter... Da macht ihr das Ding zu. Da macht ihr das Buch zu. Was war das? Mein Geist wird das schäbig verfolgen. Schön. Ah, gruselig seine Mutter. Ja, genau. Bitte den ganzen Stream mit der Stimme. Ja, genau. Ah, guck mal, die Tür ist jetzt offen. Schön. Oh Gott! Okay, Alter, was ist denn das? Alter. Oh. Feier. Das war ja wirklich wie die Dämonen. Also, du hast ihn gesehen, Chris. In echt. Da war irgendwas. Aber wo ist es hin? Vor allem, er rennt einfach rein. Was ist mit ihm verkehrt? Naja, ist er vielleicht... Weiß er davon? Ist das vielleicht so ein bisschen... war das Scary Movie? War das auch so? Nicht Scary Movie nicht, sondern das andere Scream. Ja, und drunter ist eine Schere. Meinst du, dass er ein Komplize ist, oder was? Ja. Eine Taschenlampe ist da auch. Ah, schön. Vorschalttheorie. Wunderbar. Und Trafos. Transformers. Originallampe für RB-Projektoren. Lampe mit Gehäuse. Und die macht einfach zu. Das ist auch okay. Eine alte Schere. Ja, nehmen sie doch mit. Ich glaube nicht, dass man die... Doch, sie nimmt sie einfach so. Das ist einmal hingehockt und schon hast du die in der Arschbacke. Aber cool, mach sie durch. Oder halt die Jeans-Hotpants geht kaputt. Wäre jetzt ganz traurig. Nee, bin ich niemand, der ist für dich. Ja, komm, oh Gott! Shit! Mach mir schon was. Sag mal, hast du jetzt den Mund voll Nüsse? Ja. Das ist ja unglaublich. Ich bin nervös. Ich muss was essen.